Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wagner. Für die Freien Demokraten hat sich hier Fraktionsvorsitzender René Rock zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Jahr Schwarz-Grün liegt hinter uns. Ein Jahr voller Skandelchen und schlimmer Skandale. Ein Jahr Skandale im Hessischen Landtag, ein Jahr Skandale in der hessischen Landespolitik. Das ist ein unerhörter Vorgang, und den müssen wir aufklären. Dem wird auch das kommende Jahr dienen. Diese Skandale werden von uns aufgeklärt werden. Und ich bin ja überrascht über den Wortbeitrag des Kollegen Wagner im Hinblick auf die Aufklärung rechter Umtriebe in unserem Land. Wir wissen ja seit dem NSU-Untersuchungsausschuss, dass wir in Nordhessen ein strukturelles Problem mit rechter Gewalt haben und Verfestigung von rechter Gewalt. Das war im NSU-Untersuchungsausschuss herausgearbeitet worden, wo Sie als GRÜNE nicht so aktiv teilgenommen haben bei der Aufklärung, wie man das nach Ihren Reden hätte glauben können. Wo waren Sie da, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN? Schöne Reden halten und handeln, das sind zwei Welten. Und dafür steht diese Landesregierung. Wir werden der Sache nachgehen. Unser Kollege Walter Lübcke ist tot. Der Regierungspräsident in Nordhessen ist tot, und wir werden herausfinden müssen, hätte man das verhindern können. Wir werden herausfinden, war die hessische Landesregierung, war die Sicherheitsapparate tatsächlich gut aufgestellt. Dem werden wir uns nächstes Jahr widmen. Das werden Sie erleben, und dann werden wir sehen, wie Sie sich verhalten. Nicht Worte, lassen Sie Taten sprechen. Darauf kommt es an, Herr Wagner. Werden Sie einem Einsetzungsbeschluss eines Untersuchungsausschusses am Ende zustimmen oder nicht? Hier im Hessischen Landtag werden wir sehen, ob Sie zu dem stehen, was Sie hier wohlfeil behauptet haben. Und ich sage jetzt gleich einmal, was war denn der zweite Skandal? Da bin ich ja wieder bei den Kollegen von den GRÜNEN. Da haben Sie nichts gesagt. Kein Ton zum Verbraucherschutz in Hessen. Kein Ton in 40 Minuten zum Verbraucherschutz in Hessen. Ist Ihnen das entgangen, Herr Wagner? Haben Sie das nicht festgestellt? 3 Tote, von denen wir wissen, und 2 Dutzend Verletzte. Wir haben, obwohl wir es verhindern können, verseuchte Nahrung, Gammelfleisch in Altersheime geliefert. Das hätten wir verhindern können. Zu den Menschen, die dieses Fleisch vielleicht zum letzten Mal gegessen haben, von denen wir vielleicht zum Teil gar nicht wissen, ob sie gesundheitliche Schäden haben oder nicht, weil wir natürlich keinen kompletten Überblick haben. Dazu haben Sie nicht ein Wort gesagt. Skandelchen und Skandale dieser Landesregierung ohne Ihre Wahrnehmung, Herr Wagner. Und Sie wissen doch ganz genau, diese Verbraucherschutzministerin wäre doch gar nicht mehr im Amt, wenn sie nicht nur eine Stimme Mehrheit hier im Parlament hätten. Sonst wäre sie doch längst nicht mehr im Amt. Das ist doch der Grund, warum Sie sie im Amt halten. Und von daher Skandelchen und Skandale. Und wenn ich mir die Regierungsbilanz angucke, dieses letzten Jahres, Sie haben ja schon wieder ein Fünftel Ihrer Regierung rum. Das erste Jahr ist schon wieder rum. Was haben Sie denn auf den Weg gebracht? Ich erinnere mich an die Debatte hier, da werden wir jetzt diese Woche werden wir noch erfahren, gibt es bei der IAA ein Fraxit? Ja? Haben Sie es endlich geschafft, die IAA aus Hessen zu vertreiben, oder haben wir noch eine Chance, mit Steuermitteln und kommunalen Mitteln aus Frankfurt sie wieder zurückzukaufen? Die wären doch nie gegangen, wenn Sie nicht so eine autofeindliche und IAA-feindliche Politik als Landesregierung gemacht hätten. Nie wären die gegangen. Platz 10 im Bildungsmonitor, Platz 10, das kann doch nicht der Anspruch sein, Hessens 120.000 Staukilometer, dreimal um den Erdball stehen die Hessen jedes Jahr im Stau, die schlechtesten Bewertungen des ÖPNV bei der Pünktlichkeit, wenn er überhaupt fährt, fällt ja oft genug aus. Das ist Ihre Regierungsbilanz, die können Sie sich einmal angucken, und da ist Handlungsbedarf, sehr geehrte Damen und Herren. Und am liebsten, also mein Lieblingsfan, der Kultusminister ist nicht da, also diese Aussagen des Kultusministers zur Digitalisierung, diese Aussagen des Kultusministers, nein, 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 es ist ja noch viel besser. Also,
in Hessen die hessischen Lehrer bald alle eine E-Mail-Adresse haben werden im 21. Jahrhundert. Eine E-Mail-Adresse! Für die jungen Menschen ist E-Mail schon von gestern, aber in der hessischen Kultusverwaltung ist es noch nicht angekommen. Und hier im Verbraucherschutzministerium werden sie nicht gelesen. Das ist Ihr Problem. Kriegen Sie einmal die E-Mails in den Griff, bevor Sie über Digitalisierung reden. Und das ist nicht lustig gemeint, das ist sehr ernst, Herr Wagner. Das ist sehr ernst. Und ich will Ihnen noch einmal etwas sagen, Vertrauenskrise. Die GRÜNEN reden ja dauernd von Vertrauenskrise. Bertelsmann hat uns gesagt, das Zutrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie ist noch hoch, aber sinkt. Das Problem ist, dass das Zutrauen in die Institutionen der Demokratie massiv abgenommen hat. Und Hessen ist Schlusslicht, wenn es darum geht, haben die Bürgerinnen und Bürger in uns als Hessischer Landtag oder in die Hessische Landesregierung wirklich noch Vertrauen. Und wenn ich das sehe, was ich hier erlebe, auch dieser Haushalt, diese Reden, die ich höre, ich muss sagen, was sollen Bürgerinnen und Bürger eigentlich noch denken? Was sollen die glauben, wenn sie jeden Tag ins gleiche Funkloch fahren? Jeden Tag fahre ich auf der A3 in das gleiche Funkloch. Das verschwindet nicht. Aber Sie erzählen uns, sie würden verschwinden. Nein, die verschwinden nicht. Die sind noch genau da, wo sie waren. Und wenn ich im Vogelsberg lebe, habe ich halt keinen Empfang. Und Sie erzählen, das gäbe es nicht. Doch, das gibt es. Und ich will Ihnen mal was sagen. Sie haben vor der Wahl angekündigt, 50 Millionen Funklochprogramm. 50 Millionen Euro Funklochprogramm. Jetzt stehen noch 600.000 Euro im Haushalt. Aus den 50 Millionen € wurden für nächstes Jahr 600.000 Euro, wo Sie drei, in Summe drei, kann man im Haushalt nachlesen, drei Funkmasten bauen wollen. Das ist doch Realsatire und keine Zukunftspolitik. Und das erschüttert das Vertrauen. Und wenn ich dann immer höre, der Wirtschaftsminister Elektromobilität, ja, was macht denn die Landesregierung? Was macht die Landesregierung? Die hat noch über 2, 3, 4 Millionen € im Haushalt stehen gehabt, um Elektrotankstellen zu fördern. Hatten die im Haushalt stehen gehabt. Jetzt stehen da noch ein paar hunderttausend Euro drin. Sie streichen die Mittel für die Elektromobilität, die Infrastruktur für die Elektromobilität streichen sie zusammen, und dann schreiben sie drunter, das wird Berlin schon wahrscheinlich regeln. Das ist Ihre Art von Politik. Die Kernaufgaben, die Sie sich selbst zugeschrieben haben, die erfüllen Sie nicht. Im Haushalt nachlesbar, das sind die Fakten. Und andere Dinge, das sind Fake News. Und daran werden Sie sich messen müssen. Und ganz besonders diese soziale Frage des Wohnungsbaus. Wohnraum und Wohnungsbau. Da höre ich Frankfurter Bogen, da höre ich Milliarden und Millionen und was ich alles höre. Wenn ich mir die Baugenehmigungen angucke, die reale Welt in Hessen, wenn ich mir die Baugenehmigungen angucke, wenn Sie sich an den Fakten in Hessen mal messen lassen, dann sehen Sie die Baugenehmigungen stagnieren, und damit lösen Sie das Problem nicht, sondern es wird jeden Tag und jedes Jahr für das Thema der Wohnungsnachfrage in Hessen schlimmer und schwieriger. Ihre Instrumente greifen nicht. Darüber müssten Sie mal nachdenken. Und das wäre ja eigentlich genug. Also ich sage jetzt mal, eigentlich wäre es doch genug. Skandale, die wir jetzt aufarbeiten müssen nächstes Jahr, schlechtes Regierungshandeln, das wäre ja eigentlich genug. Der Vertrauenskrise, der Sie Vorschub leisten, das müsste doch ja eigentlich genug sein. Aber nein, Sie leisten sich auch noch einen mehr oder minder öffentlichen Machtkampf in dieser Koalition, wer Koch oder Kellner ist. Das leisten Sie sich, und dann erklären Sie mir öffentlich, ist ja alles toll bei uns, aber hier mit den Ellenbogen in den Haushalten, in den Zuweisungen, was Sie hier alles treiben. Tariq Al-Wazir hat schon einmal Probe gesessen auf dem Sessel des Ministerpräsidenten, ohne jegliches Schwörgefühl. Das sind doch die Probleme, die Sie eigentlich intern in Ihrer Regierung haben. Deshalb geht nichts voran, weil Sie sich nicht mehr einig sind und sich darüber streiten, wer hat das Sagen in dieser Koalition. Das ist doch das Problem von Ihnen. Aber bevor ich mich jetzt zu sehr aufrege, glaube ich, sollten wir einfach einmal sagen, was könnten wir eigentlich in Hessen besser machen? Was ist eigentlich das, was Hessen nötig hat? Und was fehlt diesem Haushalt, was er haben müsste? Was ist eigentlich die Voraussetzung in Hessen für ein Chancenjahrzehnt? Was ist die Voraussetzung für ein Chancenjahrzehnt? Was ist die Voraussetzung, dass wir Hessen voranbringen? Und das ist eine wichtige Frage. Und jetzt müssten wir vielleicht einfach einmal mit dem Klein-Klein aufhören. Lassen Sie uns doch einfach einmal groß denken. Lassen Sie doch einfach einmal mutig sein. Lassen Sie doch neuen politischen Realismus gegen den Populismus stellen. Lassen Sie uns alle Antipopulisten sein, indem wir Politik machen, die der Bürger nachvollziehen kann, die der Bürger auch wirksam erlebt
und der der Bürger dann auch sagen kann, das finde ich gut, anstatt immer Dinge zu versprechen, die dann nicht eintreten. Lassen Sie uns Antipopulisten sein und lassen Sie uns neue Realisten, politische Realisten sein. Folgen Sie unserer Idee des Chancenjahrzehnts. Und was ist wichtig für das Chancenjahrzehnt? Dass tatsächlich die Menschen, die die Steuern zahlen, jeden Tag arbeiten und kaum noch die Zeit haben zur politischen Partizipation, weil sie jede Minute eigentlich unterwegs sind, damit sie ihr Häuschen abzahlen können, dass sie ihre zwei Kinder gut durchbringen, was heute auch nicht mehr so einfach ist, das alles in der Schule gemanagt zu bekommen. Die Menschen, diese progressive arbeitende Mitte in unserer Gesellschaft, die diese Steuern bezahlt, die jeden Morgen sich auf den Weg macht, die wählen gehen, die eintreten für die Demokratie und den Rechtsstaat, diese Menschen müssen mal wieder in den Fokus unserer Gesellschaft, unserer Politik kommen. Und wir Freie Demokraten wollen für diese Menschen die Stimme sein, damit die progressive Stimme unserer Mitte, dass die progressive Mitte wieder eine Stimme hat, und zwar die der Freien Demokraten. Und natürlich ist es so, dass Hessen beste Voraussetzungen hat für ein Chancenjahrzehnt. Wir müssen allerdings ein paar Dinge verändern. Wenn ich mir den Haushalt ansehe, dann ist natürlich das Wichtigste für Chancen Investitionen. Investitionen sind das Wichtigste, um Chancen zu gewinnen. Und wenn ich mir diesen Haushalt der Landesregierung ansehe, dann ist die Investitionsquote mittlerweile, wenn ich mir die mittelfristigen Haushalte, da sind wir bei 7,5% Investitionsquote angekommen. Bei 7,5%. Das ist unfassbar wenig. 7,5%. Bayern investiert 15%. Die investieren das Doppelte in die Zukunft ihres Landes als wir. Und das müssen wir ändern. Lassen Sie uns für das Chancenjahrzehnt uns auf die Fahne schreiben. Wir wollen jedes Jahr mehr investieren. Und wir wollen am Ende der 10 Jahre wollen wir vor Bayern stehen. Wir wollen mehr als Bayern investieren. Wir wollen das Land sein, das am meisten in die Zukunft unseres Landes investiert. Lassen Sie uns das als Vorgabe nehmen für das Chancenjahrzehnt, mehr Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Aber dieses Investitionsverhinderungsprogramm der Landesregierung hat ja noch einen Pferdefuß. Also, das ist ja noch viel schlimmer, als man denkt. Ich habe jetzt durch den Gammelfleischskandal hier in Hessen habe ich ja mich viel mit der Frage Bewertung von Lebensmitteln auch mit Foodwatch auseinandergesetzt. Und die haben einen tollen Preis. Die haben so einen tollen Negativpreis. Der heißt der goldene Windbeutel. Es gibt bei Foodwatch den goldenen Windbeutel. Wissen Sie, wofür man den kriegt? Den kriegt man dafür, dass etwas anderes drin ist, als man draußen beschreibt. Also sozusagen in der Regel ist viel weniger drin, als man draußen behauptet. Und wenn ich mir diesen Investitionshaushalt auch anschaue, dann ist ja die Lebenserfahrung der letzten Jahre so gewesen, dass wir 2016 noch 200 Millionen € gar nicht ausgeben konnten. Da lagen ja von den geringen Investitionen, da lagen ja noch 200 Millionen € rum, weil die Landesregierung nicht geschafft hat, diese 200 Millionen € auszugeben. Und 2018 waren es schon 400 Millionen €, die man zwar den Menschen versprochen hat, aber die einfach wieder im Haushalt liegen geblieben sind und dann wieder vereinnahmt worden sind. Also, Sie müssen ja sehen, dass Sie haben ja noch nicht einmal das, was Sie versprochen haben, zu investieren, was unfassbar wenig ist, dann auch ausgegeben. Also, Sie haben sich wirklich, Herr Finanzminister ist ja leider nicht da, vielleicht sagt es Ihnen jemand weiter. Ich würde Ihnen jedenfalls gern für den goldenen Windbeutel, den goldenen Windbeutel vorschlagen. Da hätte er bestimmt gute Chancen, mit diesem Haushalt zu gewinnen. Besonders interessant war natürlich, wenn man sich den Haushalt anschaut, die Einnahmen steigen immer weiter. Mehr als 6% mehr Geld im Haushalt in einem Jahr. Jetzt hat es die Landesregierung aber geschafft, doch tatsächlich 7% auszugeben. Trotz 6% Wachstum noch 7 ausgegeben. Wie hat man das finanziert? Man hat es von der Tilgung genommen. Man hat in die Rücklage gegriffen und man hat es von der Tilgung genommen. Man hat jetzt die Schuldentilgung so reduziert, dass wir über 400 Jahre brauchen würden, um unsere Schulden zu tilgen. Über 400 Jahre. Ich sage Ihnen, lassen Sie uns doch vornehmen, dass wir einfach die Schuldentilgung wieder auf den alten Stand heben und uns dann vornehmen, jedes Jahr ein bisschen mehr Schulden zu tilgen. Das wäre doch einmal ein Ansatz, und das wäre gerecht gegenüber den jungen Menschen in unserem Land. Das wäre Teil des Chancenjahrzehnts. Jedes Jahr ein bisschen mehr tilgen, anstatt 400 Jahre die Schulden vor uns herzuschieben. Das wäre mein Vorschlag. Und dann fragt man sich natürlich, wo ist denn das ganze Geld hingegangen?
Wo ist denn das ganze Geld? Diese Landesregierung hat in 6 Jahren im Haushalt dafür gesorgt, dass wir im Stellenplan 15.000 Stellen mehr finden. Im Stellenplan sind 15.000 Stellen mehr. In 6 Jahren 15.000 Stellen. Davon sind allein 600 Stellen. 600 Stellen im ministerialen Bereich, also oben im Wasserkopf. 600 Stellen in 6 Jahren in den Ministerien mehr. Das kann doch nicht richtig sein. Das ist doch nicht wirklich zukunftsweisend, wenn man dermaßen die Verwaltung aufstockt. Darum wollen wir, dass genau in diesem Bereich des Wasserkopfes 200 Stellen gestrichen werden. Das muss uns gelingen. Und da haben wir konkrete Vorschläge gemacht für das Chancenjahrzehnt, das wir brauchen. Da brauchen wir Ressourcen, da brauchen wir auch Zukunft. Und da können wir uns solche Aufblähungen der Wasserköpfe in den Ministerien nicht erlauben. Da muss man dagegenhalten. Und überlegen Sie einmal unsere Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag arbeiten gehen, die womöglich nahe am Spitzensteuersatz sind, die, wenn man die Mehrwertsteuer mitrechnet, auf jeden Fall die Hälfte ihres Geldes zum Staat tragen. Überlegen Sie einmal diese Menschen. Die möchten das, was unsere Eltern auch konnten, wenn sie arbeiten gegangen sind. Die möchten Eigentum. Die möchten Eigentum für ihre Familie. Das ist nicht nur Eigentum, das ist soziale Vorsorge, und das ist der beste Schutz vor Altersarmut, den man sich vorstellen kann, ist Eigentum. Und warum machen wir es diesen Menschen so schwer, Eigentum zu bekommen? Warum machen wir so eine restriktive Flächenpolitik, damit die Preise für die Böden so hoch sind, dass sich das keiner mehr leisten kann? Warum machen wir die Verwaltung, die Steuerlasten so hoch, dass keiner unserer Bürger sich mehr leisten kann, Eigentum anzuschaffen? Vielleicht ist ja eine politische Idee dahinter. Mittlerweile sind in Deutschland weniger Menschen Eigentümer wie Mieter. 49% in unserem Land sind nur Eigentümer. In Spanien und Italien, da ist fast jeder Eigentümer. Bei uns nicht. Und darum regt sich auch kaum noch einer auf, wenn irgendeiner über Verstaatlichung redet, wie unser Wirtschaftsminister tolle Ideen hat. Da regt sich ja kaum noch einer auf, weil die Mehrheit unseres Landes hat gar kein Eigentum, kein Wohneigentum. Und das müssen wir ändern. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass sich jeder in der Mitte der Gesellschaft auch Wohneigentum für sich und seine Familie leisten kann. Und darum muss die Grunderwerbsteuer gesenkt werden. Das ist unser Vorschlag, 150 Millionen € für Eigentum in unserem Land. Das ist Zukunftsvision. Aber da kommen wir natürlich zu dem Thema Wohnungsbau. Ist klar. Wir brauchen natürlich bezahlbare Mieten, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Den gewinnen wir aber nicht mit bürokratischer Gängelei. Den kriegen wir auch nicht mit mehr Auflagen. Die kriegen wir auch nicht damit, wenn wir Landesentwicklungspläne beschließen, die die Flächenausweisung im Ballungsraum begrenzen. Das bekommen wir nicht hin, wenn wir die versprochenen Förderungen an die Kommunen begrenzen auf den Frankfurter Bogen und nicht an alle Zahlen, die bereit sind, Wohnraum zu schaffen. Und wenn wir die Kommunen damit allein lassen, dass durch die unterfinanzierte Kinderbetreuung jede neue Familie in eine Kommune zieht, eine finanzielle Belastung ist. Wenn wir das nicht ändern, dann wird es nie was. Und wenn Sie an diese Stellschrauben nicht rangehen und wenn Sie sich von so ideologischen Projekten wie Mietdeckel, Mietpreisbremse, Fehlbelegungsabgabe, die nur Bürokratie bringen, aber nicht eine neue Wohnung, wenn Sie sich davon nicht verabschieden und stattdessen Wohnungen bauen, damit die Menschen sich auch wieder Wohnraum leisten können, werden Sie das Problem, das soziale Problem des günstigen Wohnraums nie lösen können. Und da sind wir auf einem ganz anderen Weg. Wir wollen Wohnungen bauen und weniger Bürokratie. Ja, über Wirtschaftspolitik ist heute wenig geredet worden. Sehr wenig, fand ich. Wo soll denn künftiger Wohlstand in unserem Land erwirtschaftet werden? Industrie ist zu energieintensiv, die will man ja eigentlich gar nicht mehr, Automobil schon gar nicht. Ja, wo soll es denn herkommen? Flughafen? Na ja. Wäre schon schön, wenn weniger Flugzeuge fliegen. Gibt es hier bei einer Landesregierung, die freuen sich über jedes Flugzeug, das weniger fliegt. Ja, wo soll es herkommen? Banken. Sollen die Banken das bezahlen? Da ist ja die Landesregierung wahrscheinlich auch im Boot bei einer Finanztransaktionssteuer. Das scheint ja schon mehr oder minder alles beschlossen zu sein. Ja, wo soll es denn herkommen? Wo sollen die Menschen denn arbeiten gehen? Wo sollen sie das Geld erwirtschaften für ihre Familien? Wo sollen denn die guten Jobs sein? Sollen die etwa bei den Gründern sein? Wollen wir, dass die Gründer und Start-ups diese Jobs schaffen? Das wäre super. Das wäre eine tolle Idee.
Aber wir sind, wenn wir sehen, 6 Milliarden Euro werden im Jahr als Finanzierung für Projekte der Gründer verausgabt in Deutschland. Ja, da sind wir nicht vor Berlin, da ist Berlin ganz vorne. Da sind wir aber auch nicht Zweiter. Wir sind nicht vor München. Nein, wir sind ganz abgeschlagen, wir sind hinter Sachsen. Wir sind hinter Sachsen bei dem Thema Gründer, bei der Finanzierung. Und Sie haben jetzt ein bisschen was vorgeschlagen, viel zu spät. Mal gucken, ob es greift, wie Sie es umsetzen. Das werden wir dann alles konkret sehen. Aber wir brauchen natürlich auch so etwas wie eine Empathie für Gründung. Wir müssen in Schulen darauf hinweisen, dass Unternehmersein etwas Tolles ist, etwas Kreatives ist, dass man Arbeitsplätze schafft und dass man vielleicht auch tolle Ideen hat, die nachhaltig sind, die unser Land voranbringen. Ein Gründergeist in unseren Schulen, ein Respekt vielleicht auch vor dem Scheitern, dass man eine zweite Chance kriegt, dass es normal ist, dass man mal aus der Schule kommt, was ausprobiert, ohne dass man gleich stigmatisiert ist. Wir brauchen einen Gründergeist, und wir brauchen Ideen in unserem Land. Wir brauchen Chancen, dass diese Ideen auch umgesetzt werden können. Dazu gehört viel mehr als Geld. Da gehört auch, dass wir hinter den Menschen stehen, die das tun. Und da sehe ich viel Handlungsbedarf. Ich würde mir ein Land wünschen mit Gründermentalität, mit einem klaren Bekenntnis zum Flughafen, mit einer Wasserstoffstrategie für unsere Industrie, mit fairen Wettbewerbschancen für die Automobilindustrie. Das heißt, man kann auch Tesla hierher holen. Klar, das kann Konkurrenz sein, aber wir wollen auch, dass synthetische Kraftstoffe eine Alternative sind. Und darum ist es wichtig für unsere Industrie, für die Wirtschaft. Und wenn keiner mehr über Wirtschaft spricht, werden wir Liberalen das tun, dass wir uns für die Wirtschaft einsetzen, dass die Menschen künftig auch noch Geld verdienen können, damit sie all die Steuern bezahlen können, die sie hier mit zwei Händen ausgeben. Ja, und dann kommen wir zum Thema ländlicher Raum. Da habe ich ja auch meinen Ohren nicht getraut, als der Kollege Wagner gesagt hat, er ist an der Seite der Bauern. Das empfinden die Bauern als Drohung, Herr Wagner. Das kann ich Ihnen versprechen. Das empfinden die Bauern als Drohung, wenn Sie an der Seite der Bauern sind. Ich weiß auch nicht, ob Sie mit diesen Leuten, das sind Traktoren, das Grüne. Das sind zwar oft grün, die Traktoren, aber das sind keine Wahlkampffahrzeuge der Grünen, sondern die kommen mit Forderungen an Sie und an Ihre Ideologie. Die wollen Respekt, fairen Umgang. Und wenn ich hier für den ländlichen Raum spreche, dann legen Sie mal diese urbane Arroganz ab, nur Politik für den Ballungsraum zu machen. Sie kriegen kostenlosen ÖPNV in der Großstadt, und im ländlichen Raum ist es die Mitfahrerbank, wo dann wohl die Oma drauf sitzen soll und warten soll, dass mal irgendwann einer vorbeikommt. Das ist Ihre Politik und nichts anderes. Jetzt könnte ich ja mal gucken, das Milliardenprogramm vor der Wahl, 1,2 Milliarden für den ländlichen Raum, also die fühlen sich schon total gut aufgehoben. Da ist richtig was. Nein, es ist nichts angekommen. Und die Proteste sind größer geworden, nicht kleiner, nach Ihrem Milliardenprogramm. Das Ziel muss doch sein, dass wir durch Digitalisierung die Möglichkeit schaffen, dass ich auch in einem hoffentlich urbanen Dorf, was meine ich mit urbanen Dorf, einem Dorf, in dem es alle wichtigen Möglichkeiten der Bildung und der Versorgung gibt, die ich brauche, um auch gut leben zu können im ländlichen Raum, dass es das gibt. Lasst uns als Zukunftsvision für den ländlichen Raum zwei Dinge festhalten. Für uns muss der ländliche Raum auch Zukunft, auch Heimat der Zukunft sein. Der ländliche Raum muss auch Heimat der Zukunft sein. Und wir wollen die urbanen Dörfer fördern, damit es Spaß macht, im ländlichen Raum zu leben und dass man da auch Chancen hat, als Familie dort zu leben im ländlichen Raum. Ja, wir haben ja ein bisschen was auch von den Kollegen der Grünen über Klimaschutz gehört. Also manchmal denke ich mir immer, was für Zahlen Sie da rauszaubern und wie Sie die statistisch verwurbeln, dass da am Schluss irgendwie ein Plus hinten, also aus Ihrer Sicht ein Plus hinten rauskommt. Aber die realen Zahlen, die Sie in Ihrem eigenen Energiebericht veröffentlichen, jetzt wieder im Januar, die sprechen doch eine ganz andere Sprache. Die ökologische, wie nennen Sie das immer, diese grüne ökologische Erneuerung des Landes Hessens ist definitiv an Fakten orientiert gescheitert. Die ist gescheitert. Sie regieren dieses Land seit 6 Jahren, und der CO2-Ausstoß ist um 2 Millionen Tonnen höher als vor 6 Jahren. 2 Millionen Tonnen, ich gebe es Ihnen mal so mit, dass Sie mal ein Gefühl bekommen, was sind 2 Millionen Tonnen? Das ist das, also es sind gut 2 Millionen Tonnen. Das ist annähernd das, was alle Flugzeuge im Inlandsflugverkehr in Deutschland verbrauchen.
Das sind die 2 Millionen Tonnen. Das haben Sie draufgelegt, seitdem Sie regieren. Und nichts anderes. Ihre Politik ist krachend gescheitert. Denken Sie endlich um. Ich weiß gar nicht, wo Sie Ihre Jubelparolen immer herkriegen. Sie geben 900 Millionen Euro die nächsten Jahre für Klimaschutz aus. Ich habe Sie gefragt, können Sie diese Maßnahmen mit dem erwarteten CO2-Einsparungspotenzial hinterlegen? Können Sie das? Nein, Sie können nichts sagen. Sie geben 900 Millionen Euro für Klimaschutz aus und können nicht zu einer einzigen Maßnahme sagen, wie viel CO2 Sie sparen. Nicht zu einer einzigen Maßnahme. Das ist doch ein Skandal. Ich muss doch in einem Ministerium, in der Abteilung nur auf irgendwas, was ich schon Jahre haben wollte, nur Klima davor schreiben, dann kriege ich es scheinbar. Aber das hat doch nichts mit Klimaschutz zu tun. Und wenn ich mir Ihre 140 Millionen für den bereits beschlossenen Klimaschutzplan anschaue, die haben Sie ja damit reingerechnet, damit die Zahl wieder groß wird. Ja, was haben Sie denn an CO2 gespart damit? Können Sie auch nicht sagen. Was ist denn das? Ist das Klimaschutz? Nein, der Großteil des Geldes ist in kostenlose Fahrkarten gegangen. Vor der Wahl. Sie haben nicht Klimaschutz gemacht, Sie haben Wahlgeschenke verteilt und haben es als Klimaschutz getan. Wahlgeschenke, mehr ist es nicht. Im ländlichen Raum kommt es nicht an. Und im Ballungsraum, wenn man ein bisschen in der Peripherie ist, ja, da fällt der Zug aus, der ist voll, der ist verspätet. Das ist doch gar keine realistische Alternative. Aber dort, wo ne, im ganz absoluten Kernbereich, wo man eine S-Bahn hat oder eine U-Bahn hat, da bringt das sicherlich was. Da haben Sie ein tolles Wahlgeschenk platziert. Das ist Ihnen super gelungen. Da kann man nur sagen, Respekt. Aber mit Klimaschutzpolitik haben diese 140 Millionen und auch die 900 Millionen in diesem Haushalt nichts zu tun. Und jetzt gibt es ja einen neuen Begriff. Der wurde ja auf unserem Neujahrsempfang schon mal von Herrn Hawks, dem Zukunftsforscher, dargestellt. Es gibt die blaue Ökologie. Die muss man nämlich erfinden, damit man ein Gegenbild zu diesem ideologisch verschwurbelten grünen Umweltschutz und Klimaschutz bekommt. Weil wenn man etwas für Klimaschutz tun will und will aber nicht ihren ideologischen Ideen folgen, dann wird man ja stigmatisiert. Wir wollen Klimaschutz machen, und wir haben auch gute Ideen. Und wir wissen auch, warum das CO2 in Deutschland jetzt doch ein bisschen gesenkt worden ist, weil mehr Gaskraftwerke liefen. Herr Al-Wazir, wäre doch clever für Klimaschutz. In Staudinger steht ein Gaskraftwerk und im Staudinger steht ein Kohlekraftwerk. Herr Al-Wazir, Sie wissen, welches läuft. Ne? Das Kohlekraftwerk läuft und das Gaskraftwerk ist stillgelegt. Da müssten Sie doch mal drüber nachdenken bei Ihrer Energiebilanz, was Sie da CO2 sparen könnten, wenn es andersrum wäre. Was Sie da sparen könnten. Aber ich will es mal einfacher machen. Was bedeutet eigentlich blaue Ökologie? Das bedeutet, dass ich innovativ bin, dass ich Forschern vertraue, dass ich innovativ bin, dass ich investiere. Das bedeutet, um es mal so ein bisschen runterzubrechen, LED statt Glühbirnenverbot. Das bedeutet Wasserstoff für die Industrie statt Verdrängen nach China. Das bedeutet vielleicht Tesla statt Hass auf Autos und individuelle Mobilität. Es gibt Alternativen. Das bedeutet vielleicht synthetischer Treibstoff statt Motoren verbieten. Es gibt Alternativen zu dem, was Sie tun, weil das, was Sie tun, wirkt nicht. Das wirkt einfach nicht. Und darum kann ich nur sagen, wir müssen mehr für die blaue Ökologie tun, weil dort ist genau der richtige Weg für Klimaschutz. Und von Ihrer Ideologie müssen wir Abstand gewinnen. Bei dem Thema Klimaschutz muss ich mich jetzt echt zusammenreißen, sonst würde ich hier noch mehr Ausführungen machen. Aber es ist ja bei Ihnen hoffnungslos. Ich habe das ja schon so oft gemacht, und Sie leben ja in Ihrer eigenen Welt und sind ja gar nicht mehr in der Lage, Fakten und Realität anzuerkennen. Sie werfen anderen immer vor, ja, Fakten. Man muss über Fakten reden. Der Fakt ist, Hessen stößt mehr CO2 aus heute als vor 6 Jahren. Das ist ein Fakt, den Sie nicht bestreiten können. Und wenn das in Ihrer Politik gescheitert ist, wenn Ihre Politik gescheitert ist, dann müssen Sie doch mal akzeptieren, dass vielleicht andere auch eine richtige Idee haben und dass die vielleicht auch recht haben. Und selbst im Agora-Bericht Ihrer Parteifreunde war nachzulesen, dass Gas statt Kohle eine super Idee ist.
Was ich hier schon gar nicht weiß, wie oft ich das hier schon erzählt habe. Denken Sie doch einfach mal rum, kommen Sie von Ihrem Windradgedöns runter und machen Sie mal wieder richtig gute Klimapolitik, die auch bezahlbar ist, weil am Ende werden die Menschen nur so lange mitmachen, wie sie das noch ertragen und tragen können. Und da kann ich Ihnen nur raten, nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter, wie der Widerstand vor Ort schon gegen Ihre Politik ist. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Hessen die schönsten und besten Schulen in Deutschland haben. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir die schönsten und besten Schulen auf der ganzen Welt haben. Und ich will Ihnen sagen, da haben wir noch einen kleinen Weg hin. Und wenn Sie öfter mal in der Schule wären, dann würden Sie auch sagen, da ist viel zu tun. Aber ich möchte auf dem Bildungsweg mal bei der frühkindlichen Bildung anfangen. Ich habe Ihnen ja schon, glaube ich, oft hier an der Stelle erklärt, wie wichtig ich frühkindliche Bildung halte. Wenn Sie heute im Ballungsraum in eine Kita gehen, da müssen Sie keine Statistik lesen. Da sehen Sie, wie herausfordernd die Arbeit sein kann. Da sehen Sie, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, und wie groß die Herausforderung ist, diesen Menschen gute Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht. Und das ist auch nicht zum Lachen, weil die Kinder in diesem Kindergarten, die sollen genau in 12 Jahren irgendwo studieren oder Ingenieur sein oder Polizist sein und Facharbeiter sein. Aber wie soll das gehen, wenn sie nicht faire Startchancen in unseren Schulen bekommen? Wie soll das funktionieren? Und dass wir jetzt Sozialarbeiter in unseren Schulen brauchen, das ist doch eher ein Indikator für das, was vorher schiefgelaufen ist, und nicht eine große bildungspolitische Innovation, sondern das ist Operation am offenen Herzen, die ich ja gar nicht sage, dass wir das nicht brauchen. Aber hätten wir ordentlich investiert in die frühkindliche Bildung, bräuchten wir an unseren weiterführenden Schulen oder in den Grundschulen keine Sozialarbeiter. Das ist doch ganz klar. Und darum lassen Sie uns einen großen Fokus auf dieses Thema frühkindliche Bildung legen. Dort liegt die Zukunft Hessens. Da sind die größten Zukunftschancen. Und da kann sich dieser Landtag und die Gesellschaft am meisten vergehen an jungen Menschen, wenn wir das nicht ernst nehmen. Und entscheidend für all das, was wir brauchen in den Kitas, ist, ob wir gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte überhaupt gewinnen können. Und darum ist die Frage der Fachkraftgewinnung die wichtigste und die absolut vorrangigste Aufgabe, wenn ich der frühkindlichen Bildung etwas Gutes tun möchte. Und darum ist es natürlich mit der Förderung von 100 Ausbildungsplätzen im dualen System längst nicht getan. Da muss eine intensive Förderung, und am Ende des Weges muss eine Ausbildungsvergütung für alle Erzieherinnen und Erzieher stehen, damit wir mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen und die auch schneller in die Kitas kriegen. Und wenn sie in die Kitas sind, dann müssen die Kitas so sein, dass sie da auch bleiben und nicht wieder ein Drittel einfach aufhört, die Ausbildung gemacht haben und gar nicht im Beruf arbeiten, die einfach verschwinden, weil das zu hart für sie ist oder weil sie einfach unzufrieden sind mit den Umständen in der Kita. Das ist die Herausforderung. Wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher in unserem Land, und da müssen wir investieren. Und da macht die Landesregierung klar zu wenig. Da wollen wir einen drauflegen. Ja, und das Thema Schule. Man ist ja immer als Vater so ein bisschen voreingenommen. Aber bei der Vision des Ministerpräsidenten, wie es so in hessischen Schulen aussieht, war ich ein bisschen desorientiert, weil das nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat und ich glaube auch nicht mit der Lebensrealität überall in hessischen Schulen. Ich erinnere mich an den Hessentag, da waren wir in der Berufsschule und dann sind wir rausgelaufen aus der Berufsschule und da standen da 6 Overhead-Projektoren. Es sind jetzt keine jungen Leute mehr da, die wissen vielleicht gar nicht genau, was das ist, wenn die jünger sind. Also, das sind diese Glühbirnen mit einem Spiegel und so einer Plastikfolie, die man drüber leiern kann. Die standen da. Ich dachte, ja, die werden hoffentlich ausrangiert und die verschwinden jetzt irgendwo. Dann habe ich gelesen, dass die Verbände und die IHK ein Investitionsprogramm für die Berufsschulen fordert, damit die digitaltauglich gemacht werden. Da habe ich gedacht, oh,
die standen wahrscheinlich nicht nur zufällig da, die werden da womöglich noch benutzt. Und seitdem bin ich auch ein totaler Fan von der Forderung der IHK und Handwerkskammern. Natürlich brauchen wir ein Investitionsprogramm für unsere beruflichen Schulen, damit die auch in der Digitalisierung ankommen. Und da ist viel zu tun, Herr Ministerpräsident. Da ist bei weitem nicht alles in Ordnung. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, diese Overhead-Projekte, die verfolgen ja ein Jahr. Die verfolgen einen. Da ist die Einschulung gewesen, da saß ich in so einem Atrium und denkt, das ist doch nicht ein Overhead-Projektor, der da in der Mitte steht. Doch, das war er. Und im 21. Jahrhundert hat er in der hessischen Schule ist dieser Overhead-Projektor benutzt worden, da wurde eine Folie drüber geleiert. Das, na gut. Ja, hier in der Aula mag das in Ordnung sein. Und wenn es jetzt eine Glühbirne ist, dann ist der CO2-Ausstoß dieses Geräts wahrscheinlich auch nicht ganz optimal. Aber ich will nur sagen, das wird benutzt in der Aula. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht sind die technischen Voraussetzungen schlecht. Im Klassenraum wird es schon anders sein. Da war der Elternabend. Da bin ich in den Klassenabend. Da stand schon wieder so ein Overhead-Projektor. Das erfinde ich jetzt nicht. Das ist wirklich so. Und dann wurde dann da auch geleiert. Also ich würde sagen, es ist gut so, dass der Bund Hessen jetzt zwingt, in die Schulen zu investieren. Es ist nicht gut, dass Hessen kein eigenes Geld nimmt. Und es ist aber umso besser, dass wir Liberale sagen, das muss noch viel mehr Geld sein, weil unsere Schulen brauchen dieses Geld, um sich zu modernisieren. Ja, jetzt haben wir die Kindergärten, die Schulen, die Berufsschulen, die Universitäten. Hat der Herr Wagner ja auch was gesagt. Da ist nicht alles falsch, was die Landesregierung macht. Aber ich will noch einmal eins sagen. Warum machen wir unsere Schulen, machen wir unsere Hochschulen nicht zu den Wissensmarktplätzen der Welt? Wir wissen ja alle, dass die Millionärschinesen nach Amerika gehen, wo die Uni Geld kostet. Bei uns kostet die Uni kein Geld. Das heißt, die ganzen klugen Menschen auf der Welt, die ehrgeizig sind, die etwas erreichen wollen, aber keine Studiengebühren bezahlen können, die können wir für uns hier gewinnen. Die können wir nach Deutschland locken, die können wir nach Hessen locken, dass die vielleicht auch hier bleiben, dass die hier dazu beitragen, dass wir die genialsten und tollsten Universitäten haben. Warum sollten wir nicht auch mal wieder in Hessen Nobelpreisträger haben? Warum sollten wir nicht einfach einen Nobelpreisträger in Hessen haben? Das wäre doch mal ein Ziel fürs Chancenjahrzehnt, einen hessischen Nobelpreisträger an der hessischen Hochschule. Das wäre doch mal ein toller Ansatz. Ja, das ist aber wie im Lieber Kollege, das ist nicht wie im Sozialismus. So etwas kann man im Parlament nicht beschließen. Im Sozialismus haben die auch Wachstumsraten im Parlament beschlossen. Hat auch nicht geklappt. Sondern man muss das tun dafür. Man muss den Menschen ein Angebot machen. Dann kommen die gern nach Deutschland, bleiben womöglich hier und bereichern unsere Gesellschaft. Und das wäre doch mal ein guter Ansatz für die Zukunft in unserem Land. Ja, dann komme ich zu dem wunderbaren Thema der Digitalisierung. Ja, ich habe nur 3 Minuten. Das muss schneller gehen. Es geht ja auch einfach schnell. Es geht ja auch einfach schnell, weil das Digitalisierungsministerium ist ja erst einmal zweimal aufgefallen. Mit einem kleinen Reiseskandal der Ministerin. Ja, ein Miniskandal, kommt mit ein paar hundert Euro wieder ausbügeln im Vergleich zu den anderen Dingen. Überschaubar. Die Ministerin hat ein bisschen rumgedingst und hat war doch alles recht. Er hat der Staatskanzlei gesagt, jetzt zahlen Sie halt das Geld und dann ist Ruhe. Also kleiner Skandal in der Zeitung natürlich gut zu lesen, aber naja, damit waren wir schon einmal in der Presse. Und das Zweite ist natürlich die Luxusunterbringung im Digitalisierungsministerium. Die Luxusunterbringung. Wenn Sie einmal zu der Fraktion der Freien Demokraten kommen würden, würden Sie sehen, wie eine voll digitalisierte Fraktion arbeitet. Dass wir nur 50% des Raumbedarfs haben, weil wir nämlich keine feste Arbeitsplatzzuweisung haben. Bei uns hat der Fraktionsvorsitzende und haben die Abgeordneten keine feste Büros. Die teilen die sich mit den Mitarbeitern, die übrigens viel mehr da sind als wir. Und schon reicht die Hälfte des Raums in der modernen Verwaltung. Und da kann man eine Menge Geld sparen bei der Miete. Aber was Sie da machen, Sie legen noch mal richtig was oben drauf. Das ist ein toller Weg. Also ich glaube, Sie sind auf dem Weg, als Digitalisierungsministerium Geschichte zu schreiben in Hessen, aber nur mit Skandalen und Skandelchen und nicht mit Errungenschaften und Fortschritten. Was wir bräuchten, wäre eine Open Source, Open Data Strategie des Landes, eine Zentralisierung,
des Online-Zugangsgesetzes. Wir bräuchten die HZD zusammen dort in dem Digitalisierungsbereich. Sie haben eine Menge Geld in dem Haushalt liegen. Zahlen Sie einen Voucher, also geben Sie den Menschen Gutschein, damit sie sich einen schnellen Internetanschluss leisten können. Fördern Sie nicht die Konzerne, fördern Sie die Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen wollen bei der Digitalisierung. Das ist der richtige Weg. Bringen Sie das Land mit dem vielen Geld einfach voran. Dann können Sie auch etwas erreichen. Dann kriegen Sie auch mal Applaus von uns, und wir müssen nicht nur an Ihnen rumkritisieren, weil das Thema Digitalisierung, das messen wir bei Ihnen ja auch fast wie den CO2-Ausstoß. Momentan ist der Papierverbrauch der hessischen Ministerien bei 1.800 Tonnen. 1.800 Tonnen, was das Bäume das Leben kostet. Wir werden das wieder abfragen, dann gucken wir mal und sehen die Fortschritte des Digitalisierungsministeriums bei dem papierlosen, bei der papierlosen Verwaltung, und damit werden wir sie stellen. Mal gucken, ob das Ministerium nicht noch ein paar Tonnen oben drauf gelegt hat, dann werden wir dementsprechend auch reagieren und das entsprechend öffentlich machen. Mal sehen, wie effizient dieses Ministerium ist. Für uns ist klar, die Demokratie ist herausgefordert durch die Digitalisierung. Die Menschen können genau gucken, was passiert in diesem Land. Sie können denen auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Die können auf dem YouTube-Video gucken, ob da ein Funkmast steht. Die können auch gucken, ob die Versprechungen eingehalten worden sind. Und Trump kann nicht sagen, Amazonas brennt nicht so. Die Leute können im Internet gucken, dass es brennt. Und die können auch sehen, dass es in Australien gebrannt hat. Die können auch sehen, ob es bei Ihnen vorangeht oder nicht. Und darum ist Digitalisierung für die Bürger natürlich ein Riesentransparenzangebot. Und wenn wir als Politik keine Antwort darauf finden, ich meine, die CDU ist ja schon mal in die Falle getappt mit Rezzo und der, was weiß ich, glaube, Vernichtung der CDU oder wie das Ding hieß. Sie haben ja mit Faxgeräten reagiert. Wenn die Politik es nicht lernt, sich auf die Digitalisierung, die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, auf Bürgernähe und Transparenz einzugehen, kriegen die Institutionen in unserem Land noch größere Probleme. Und darum mein Fazit, traut den Bürgern mehr zu. Lasst uns das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft erneuern. Lasst uns Leistungsgerechtigkeit wieder als Schlagwort und nicht als Schimpfwort gebrauchen. Wer mehr arbeitet, kann auch ruhig mehr haben. Und wer sich einsetzt, der soll auch etwas davon haben. Wir geben genug Geld in die allgemeine Verteilung ab, dass wir eine gerechte Gesellschaft haben. Aber Leistung muss sich lohnen, Aufstieg muss möglich sein. Traut den Bürgern was vor. Das ist das liberale Programm für die progressive Mitte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, zu einer Kurzintervention hat sich der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Boddenberg, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rock, ich habe mich zu dieser Kurzintervention gemeldet, weil Sie heute zum wiederholten Male, einen Sachverhalt dargestellt haben und Zusammenhänge hergestellt haben, gegen die wir uns schlichtweg verwahren. Sie haben heute gesagt und vor wenigen Tagen in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass diese Landesregierung, und diese Landesregierung wird getragen von der CDU und den Grünen als Fraktion, im Bereich des Rechtsextremismus nicht hart genug und konsequent vorgegangen sei und so der Mord an Walter Lübcke möglich gewesen wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rock, bei aller Auseinandersetzung, die wir hier in aller Härte im Hessischen Landtag seit vielen, vielen Jahren pflegen, ich finde, Sie haben mit dieser Aussage und mit diesem Zusammenhang und mit diesem Kontext, den Sie dort aufgeschrieben und heute wiederholt haben, eine Grenze des Miteinanders, des parlamentarischen Miteinanders überschritten. Kolleginnen und Kollegen, Walter Lübcke war mit vielen von uns befreundet, und ich glaube, das gilt insbesondere natürlich für seine Kolleginnen und Kollegen in der CDU-Fraktion, aber auch darüber hinaus. Walter Lübcke war befreundet mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Innenminister, auch mit mir und vielen, die hier sitzen. Und wir haben bis heute Kontakt zu seiner Witwe und seiner Familie regelmäßig und auch in Zukunft. Das weiß die Familie, dass sie sich da auf uns verlassen kann. Ich habe vor wenigen Monaten im Wohnzimmer bei Familie Lübcke gesessen, auf die Terrasse geschaut und habe Frau Lübcke gesagt, dass ich befürchte, dass es möglich sein könnte, dass im Hessischen Landtag Stimmen laut werden, die am Ende erklären werden,
dass Walters Parteifreunde mitverantwortlich sind für seinen Tod. Ich gebe zu, ich habe durchaus damit gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das von einem Liberalen dieses Hauses kommt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie wissen, sehr geehrter Herr Rock, was wir nicht erst seit dem Mord an Walter Lübcke, sondern auch natürlich erst recht nach den Ereignissen des NSU, nach 700 Seiten des Berichts dieses Untersuchungsausschusses, die ich komplett gelesen habe, und andere möglicherweise auch, bei Ihnen bin ich nicht sicher. Sie wissen, dass wir die Zahl der Köpfe im Verfassungsschutz in unserer Regierungsverantwortung verdoppelt haben. Sie wissen, dass wir mit dem Violence Prevention Network, Sie wissen, dass wir dort ganz viele Initiativen, private, zivile, aber auch natürlich von uns unterstützte Initiativen haben. Sie wissen, was wir in der Prävention machen. Sie wissen, dass dieser Innenminister im Bundesrat dafür gesorgt hat, dass es leichter wird, Extremisten zu entwaffnen. Ich könnte die Zahl der Maßnahmen, die dieser Innenminister, diese Landesregierung, dieser Ministerpräsident unternommen haben gegen rechts, beliebig fortsetzen. Mit dem Ergebnis übrigens, dass in Hessen, dass Hessen das Bundesland ist, wo die zweitgeringste Zahl. Herr Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist eine Kurzintervention. Stattfindet. Wir sind auf Platz 2. Das ist uns immer noch nicht genug. Jede Tat ist eine zu viel. Aber das, was Sie heute hier getan haben, den Zusammenhang, den Sie hergestellt haben, den habe ich schon einmal unanständig genannt. Ich sage es einer FDP, einer hessischen FDP, absolut unwürdig, Herr Kollege.